Riesige Freude bei Ekaterina Leonova. Der Let's Dance-Profi hat aufregende Neuigkeiten und kann kaum an sich halten. Auf Instagram lässt die 35-Jährige ihre Follower an ihrem großen Moment teilhaben, auf den sie schließlich auch lange gewartet hat. Ekaterina Leonova teilt ihre Freude auf Social Media. Mit einer ganzen Fotoreihe feiert Ekaterina Leonova auf Instagram ihre guten Nachrichten. Der Grund dafür: Nach 15 langen Jahren halte ich in meinen Händen die unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. Die Tänzerin erklärt auch gleich, worum es sich genau bei dem Dokument handelt. Eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung ist nämlich gleichzustellen mit einer Niederlassungserlaubnis. Aber aufgepasst, eine Niederlassungserlaubnis zu bekommen bedeutet es nicht, die Staatsbürgerschaft zu wechseln, stellt die gebürtige Russin amüsiert klar. Das Dokument garantiert also, dass Ekaterina Erwerbstätigkeit ausüben darf, räumlich unbeschränkt ist und außer in den durch das Aufenthaltsgesetz zugelassenen Fällen nicht mit einer Nebenbestimmung versehen werden darf. Noch 2021 drohte die Abschiebung. Der Aufenthaltstitel ist also ein echter Erfolg für Ekat. Noch im letzten Jahr hatte der TV-Bekanntheit die Abschiebung in ihr Heimatland Russland gedroht. Für die mögliche Ausweisung hatte der Publikumsliebling offenbar eine ganze Menge Sprüche einstecken müssen. Heute macht sie sich über diese lustig und schreibt zu den Bildern: Ab jetzt gibt's nicht mehr Ekat, steht kurz vor der Abschiebung. Ekat sucht dringend einen Job, um nicht abgeschoben zu werden, oder Ekat wird bald heiraten, weil sie in Deutschland bleiben will. Ihren mehr als 248.000 Followern verkündet der Let's Dance Star stolz: Ab jetzt heißt es, wenn Ekat arbeitet, dann weil der Job ihr Spaß macht. Wenn Ekat heiratet, dann, weil sie ihren Ehepartner liebt. Und wenn Ekat nach Russland fliegt, dann weil sie ihre Familie besuchen will. Für die Tänzerin ist klar, nach so langer Wartezeit muss man es ordentlich krachen lassen. Es wird groß gefeiert, lässt die Russin ihre Follower wissen. Gratulationen von allen Seiten. Die Niederlassungserlaubnis löst auch bei Ekaterinas Fans und Kollegen Freude pur aus. Let's Dance Gewinnerin vom vergangenen Jahr Renata Lusin meint zu den Bildern: Mega, endlich, und auch Tanzkollegin Christina Luft lässt es sich nicht nehmen zu gratulieren, so viel mehr Energie jetzt für die wesentlichen Dinge des Lebens. Volle Kraft voraus, schreibt die Verlobte von Luca Henny. Unter die Gratulanten mischten sich neben unzähligen Fans auch Mozi Mabuse, Massimo Sinato, Let's Dance-Moderatorin Viktoria Swarovski und RTL-Kollegin Iris Mareike stehen.